Hallo meine Lieben, heute will ich mal Salat machen mit Thunfisch. Ich habe den Saft schon ein bisschen abgeschüttelt. So, das brauchen wir auch noch, den Saft. Ich habe hier grüne Oliven, 3 Eier. Wir brauchen auch noch Zitrone und Chinakohl. Die Zitrone drücke ich aus in den Saft. Und stelle das ein bisschen zur Seite. So ungefähr 2 Esslöffel. So. Und jetzt schneiden wir unser Chinakohl. So, fein. So, das wird eine leichter, schneller Salat sein. Aber schmeckt hier ganz, ganz lecker. Ich will Ihnen das zeigen, wie mache ich das. Das brauchen wir nicht. So, jetzt schneiden wir die Oliven auf solche Scheiben. So, solche Scheiben. Auf 3 Stück mache ich. Die Oliven habe ich auch geschnitten, stelle ich auch zur Seite und schneide ich die Eier. Die Eier schneide ich so auf die Hälfte und noch einmal so, auf 4 Stücken so. Lasse ich sie so liegen. Zur Seite ein bisschen. Schneide ich sie jetzt alle 3 Stück. Und das letzte Ei. So. Und ich wollte noch sagen, ich nehme von diesem Saft, ich gebe noch ein bisschen Öl. Ich habe Olivenöl. Mache ich das auch gleich. Ein Teelöffel nehme ich. Jetzt habe ich einen Teller genommen und ich habe die Spitze von Chinakohl abgeschnitten. Und jetzt lege ich das so runter aus. Dekoriere ich ein bisschen so. Kann man auch andere Salat nehmen. Aber ich habe keine, ich nehme das. So. Mache ich gleich überall so. So, jetzt sieht das so aus. Jetzt kommt das geschnittene Chinakohl hier drauf, in die Mitte. So, wie ein Sonnenblumen mache ich gleich eine. So, jetzt kommen die Eier drauf. So. So, jetzt kommen die Oliven drauf. So, einfach spontan so drauf liegen. Jetzt kommt das Thunfisch drauf. So, immer ein bisschen.
So, und jetzt kommt der Saft drauf. Das schmeckt wunderbar lecker. Wer liebt Fisch, das ist für Sie. Ein leckerer Salat. Ohne Mayonnaise, ohne Schmand. Und jetzt kommt ein bisschen Petersilie drauf. Fein geschnitten so. So sieht mein Salat heute aus. So, Salat ist fertig. Wem hat das gefallen? Machen Sie nach. Das schmeckt lecker. Können Sie auch andere Salat, grüne Blätter nehmen. Das ist jetzt nicht so prinzipiell. Ich habe von Chinakohl genommen. Und ich wünsche Ihnen alle guten Appetit. Wenn hat es Ihnen gefallen, machen Sie nach. Probieren Sie. Ich glaube, Ihnen gefällt das auch. Und wenn hat es gefallen, stellen Sie mir einen Daumen hoch. Abonnieren Sie meinen Kanal. Bleiben Sie mit mir. Bleiben Sie gesund. Und ich sage, bis nächstes Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ich wollte Ihnen noch zeigen, ich habe noch Granatapfelkörner dabei, so zum Dekorieren ein bisschen. Das sieht dann besser, schöner aus. Ich habe gedacht, ich mache mal noch ein bisschen drauf. Das brauchen Sie nicht machen, aber einfach zum Dekorieren ein bisschen so. Und jetzt aber sage ich Ihnen Tschüss und danke für alles. Tschüss.